Die letzte Ausstellung, die ich euch hier zeigen möchte, immer Sichuan Bo Yuan. Das heißt übrigens Bo Yuan, nicht Bo Guan, wie ich sagte. Ist eine Ausstellung zum tibetischen Buddhismus oder tantrischen Buddhismus, der ja seit der Yuan-Zeit in China großen Zuspruch fand. Ich habe hier auf zwei Bronzen aus der Qing-Dynastie gehalten oder halte gerade darauf. Und da werden die sogenannten Taras gezeigt. Einmal links die weiße Tara und einmal rechts die grüne Tara. Mit den Taras verhält es sich so, dass es weibliche Avatare, also Erscheinungsformen des Bodhisattva Avalokiteshvara sind. Und diese einzelnen Taras haben verschiedene Charakteristika, an denen man sie identifizieren kann und haben verschiedene Aufgaben und verschiedene Bereiche, in denen sie wirken und für die sie zuständig sind. Ich kenne mich jetzt mit dem tantrischen Buddhismus nicht so aus, das ist auch alles, was ich dazu sagen kann. Aber hier sieht man mal wieder die Vielgestaltigkeit gerade von Avalokiteshvara, dass er halt einfach auch solche weiblichen Erscheinungsformen haben kann. Eigentlich sind Bodhisattva ja ähnlich wie christliche Engel geschlechtslos, aber es ist halt bei den meisten kann man schon eigentlich mit großer Eindeutigkeit sagen, dass es sich um Männer handelt, wenn man sich ihre Beschaffenheit ansieht in bildlichen Darstellungen. Aber bei Avalokiteshvara ist das nicht immer so klar. Man wird wirklich mal so dargestellt. Und das hier sind, wie gesagt, zwei Bronzen von Taras. Einmal links die weiße und einmal rechts die grüne aus der Qing-Zeit. Wie gesagt, der tibetische Buddhismus fand insbesondere ab der Yuan-Zeit wachsenden Zuspruch in China. Und hier ist eine Bronzefigur, eine Darstellung des historischen Buddha Shakyamuni, eben aus dieser Zeit, aus der Yuan-Zeit. Genau, es ist eine Bronze. Er sitzt in Padmasana, also Lotusstellung, auf einem Lotus-Sitz oder Thron oder auf einem Lotus-Sockel, könnte man sagen. Das sieht man in Blütenblättern im unteren Bereich. Ich versuche mal wieder mit dem Finger davor zu gehen, hier ungefähr. Mit seiner rechten Hand, von uns aus gesehen links, zeigt er wieder die Geste der Erdberührung, also Bhumisparsha Mudra. Und seine linke Hand, also die von uns aus gesehen rechte Hand, ruht in seinem Schoß mit der Handfläche nach oben. Das könnte vielleicht eine Abkürzung, weil er jetzt eine Hand belegt ist, von der Meditationsmudra, von der Dhyana Mudra sein. Aber er trägt wieder einen einfachen Umhang. Das sieht man an einem Streifen, der sich über seinen Oberkörper erstreckt, hier entlang. Die Kleidung ist aber sehr dünn und dezent dargestellt. Also man sieht im unteren Bereich noch seinen Bauchnabel durchscheinen. Das Gewand lässt seine rechte Schulter, also die von uns aus gesehen linke Schulter, frei. Ansonsten an typischen Charakteristika einer Buddha-Darstellung zeigt er wieder die langen Ohrläppchen. Er ist nicht geschmückt, im Gegensatz zu Bodhisattva, die ja oft reich geschmückt sind. Und er trägt auch eine Ushnisha, also diese Kopfauswölbung, die wir sehen können. Diesmal einmal als so ähnlich den Haaren gearbeiteter Buckel. Und da drauf scheint aber noch ein Schmuck zu sein, um das nochmal extra zu betonen. Ich versuche nochmal ein bisschen näher ran zu zoomen. Wunderbar. Hier kann man tatsächlich noch den Bauchnabel sehen, der durch das Gewand hindurch scheint. Man sieht jetzt auch ganz gut an seinem linken Arm den Ärmel, diese Ärmelfalte. Oder den Saum des Gewandes über seinen Oberkörper laufen. Wenn wir hier noch ein bisschen nach oben gehen, sehen wir auch das Gesicht und den Kopf ganz deutlich.
was auffällig ist, zumindest sehe ich es von hier nicht, ist, dass er keine Urna hat, also diesen Punkt zwischen den Augen. Ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass der eigentlich auffallen würde, denn die Augenbrauen sind auch ausgearbeitet und deutlich erkennbar. Im esoterischen Buddhismus gibt es, oder esoterischen, tantrischen, tibetischen Buddhismus, wie auch immer man das nennen möchte, gibt es ja für alles irgendwelche Figuren, die irgendwelche Aufgaben übernehmen. Es gibt auch kriegerische Figuren, unter anderem diese sogenannten Myo-ho auf Japanisch, Ming-wang auf Chinesisch, die Wissenskönige. Und das ist der Wudong Mingwang, also der Unbewegliche oder der Unbezwingbare, der Unverrückbare. Und das ist eine der kriegerischen Figuren, die für den Schutz der Lehre zuständig sind. Ist aus Kupfer gefertigt und ist eine Figur aus der Qing-Zeit. Also relativ modern. Es gibt aber natürlich auch ältere Figuren, die diese Figur oder diese Person darstellen. Diese Wissenskönige unterscheiden sich auch durch verschiedene Attribute, die sie tragen. Je nachdem, wer sie sind, haben sie unterschiedliche Waffen oder unterschiedliche andere Objekte in ihren Händen. Dieser hier trägt zum Beispiel ein Schwert. Ursprünglich stammt der Buddhismus ja aus Indien. Und Indien gab es ja auch die indigene Religion, aus der dann der Hinduismus hervorgegangen ist. Und aus dieser indigenen Religion wurden auch Götter übernommen. Es ist ja so, dass es 6 Daseinsbereiche gibt. Oder waren es 5? Oder waren es 6? In die man hineingeboren werden kann während des Samsara, des Lebenskreislaufs. Das war einmal der Bereich der Tiere, der Menschen, der Götter, der, es wird als Titanen übersetzt, der Asura. Und dann haben wir noch Hungergeister und Höllenwesen. Dann sind es in der Tat 6. Okay. Und genau, eine dieser Gruppe sind halt die Götter. Und hier haben wir Vaishravana, der sitzt auf dem auf dem zentralen Weltenberg. Ich weiß gerade nicht, wie er auf Sumeru heißt er, glaube ich, auf Sanskrit. Und ist dort die höchste Gottheit. Und weil die Götter halt ein Bestandteil der Welt sind und die Wiedergeburtsform als Gott eine mögliche der 6 Daseinsformen sind die natürlich auch, spielen die auch in verschiedenen Sagen, Geschichten, Erzählungen und so weiter des Buddhismus eine Rolle. Zum Beispiel wurde auch Buddha während seines Lebens von 2 Göttern begleitet, nämlich von Indra und von, ach, ich hasse es, wenn ich solche Wortfindungsschwierigkeiten habe. Von Indra und von Brahma. Und die standen ihm halt regelmäßig mit Rat und Tat zur Seite und haben ihm auf seinem Weg zur Erleuchtung auch geholfen. Und hier sehen wir halt, wie gesagt, Vaishravana, den Gott, der über den Berg im Zentrum der Welt herrscht. Auch verschiedene Musikinstrumente spielen eine Rolle im tantrischen Buddhismus und finden Anwendung in verschiedenen Ritualen. Es gibt da verschiedene Musikinstrumente. Es gibt zum Beispiel diese langen Blasinstrumente, die ähnlich aussehen wie Alphörner, die man eventuell schon mal gesehen hat, wenn man eine Doku über Tibet gesehen hat. Glocken spielen auch eine sehr große Rolle, nicht nur um die Tageszeiten anzuzeigen, sondern auch in verschiedenen
Ritualen werden Glocken angeschlagen, ebenso wie Klangschalen, die halt meistens bei Vorträgen oder Gebeten oder wenn man eine gewisse Figur anbetet, dann wird das auch öfters mit dem Gong einer Klangschale begleitet. Und auch Trommeln gibt es. Hier sind zwei Trommeln, die sind aus neueren Zeiten, Anfang des 20. Jahrhunderts. Ältere gibt es leider nicht zu betrachten. Hier ist mit Leder bespannt und der Klangkörper an sich scheint aus einem Metall zu sein. Es ist gerade ein bisschen schwierig zu sagen oder einzuschätzen. Wahrscheinlich ist es Kupfer. Das Dekor, was sich da findet, sind einmal Blüten, wie zum Beispiel hier, aber auch Drachen. Wir sehen hier zum Beispiel den Leib eines Drachen, den eingewundenen Leib. Und hier sieht man den Kopf, der sein Maul öffnet in Richtung der nächsten Blüte. Ist aber nicht immer und überall unbedingt ein Drachen zu sehen. Wenn wir hier rechts von der Blüte sehen, dann ist da einfach nur so ein unregelmäßig gewundenes Muster. Man kann da aber nicht unbedingt irgendwie ein Tier reininterpretieren oder das als Drachen sehen. Andererseits, wenn man von dieser Blüte aus weiter nach links guckt, sieht man da auch wieder einen Drachen, der sein Maul zur Blüte hin öffnet. Also hier haben wir eine Symmetrie. Die Blüte ist quasi die Zentralachse und zwei Drachen, einer von links und einer von rechts, nähern sich dieser Blüte. Aber die hier kommt scheinbar ohne Drachen aus. So, hier sind nochmal verschiedene Instrumente. Die Glocke links aus der Ming-Zeit und das Vajra auf der rechten Seite aus der Qing-Zeit. Das Vajra ist aus Eisen gefertigt, die Glocke aus Kupfer. Und das Vajra ist ja so ein Donnerkeil, der zum Beispiel von Vajrapani, dem einen Begleiter des Buddha Shakyamuni, getragen wird. Auch verschiedene Himmelskönige oder andere kriegerische Geister oder Dämonen oder andere Verteidiger des Buddhismus und der Lehre können ein solches Vajra tragen. Aber besonders prominent ist halt dieser Vajrapani, der eins davon in den Händen hält. Man geht davon aus, dass das denselben Ursprung hat wie der Donnerkeil des Zeus oder des Jupiter oder auch eventuell der Donner erzeugende Hammer des Gottes Thor in der germanischen Mythologie. Sind ja schließlich alles indogermanische Völker, die auch ihre Mythologie auf einen ähnlichen oder gleichen Ursprung zurückverfolgen lassen können. Die Glocke links ist ganz interessant, weil es nicht nur eine Glocke ist, sondern wenn man sich den Griff links oben auch noch anschaut, dieser Griff auch in der typischen Gestalt einer typischen Vajra-Darstellung gearbeitet ist, nämlich mit diesen mehreren Strahlen, die zusammenlaufen. Ich zähle mal ganz kurz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Also das hier ist wohl ein achtstrahliges Vajra.